Eben gehört, es stehen bewaffnete Einheiten des Hauptzollamts in Backstuben, in kleinen Gastgewerben. Hier ist das auch schon passiert. Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist nicht mehr hinnehmbar. Woher kommt das Misstrauen der Politik, dass Unternehmen entweder Mitarbeiter hintergehen, die Kunden ausbeuten oder den Staat von Steuern betrügen? Wir brauchen Vertrauen. Und wenn der Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bleiben soll oder wieder werden sollte, dann müssen wir ihn stärken. Die Konjunkturprognosen zeigen nach unten. Eine Rezession, die Gefahr einer Rezession steht vor der Tür. Es finden sich keine Unternehmensnachfolger, es finden sich zunehmend zu wenig Unternehmensgründer. Es macht keinen Spaß mehr, Unternehmer zu sein, zu bleiben oder zu werden.